passieren könnte, falls der einen dieser Stämme berührt und das alles ins Rollen kommt und ich vielleicht unter Lebensgefahr stehe, habe ich nicht dran gedacht. Ich habe allerdings auch gespürt, dass ich ein bisschen eine Macht hatte in dem Moment, weil ich habe diesen Mann aus der Fassung gebracht und er musste reagieren. Und er hat Gott sei Dank so reagiert, dass weder ihm noch mir etwas passiert ist. Aber die Hauptsache war erstmal, irgendwo mal diese Missachtung von Aufeinanderstapeln wunderbarster Bäume und verschieben und entrinden und furchtbar mal eine Sekunde zu unterbrechen, aus welchem Grund auch immer. Wir haben großes Glück. Der Lagerkommandant erweist sich als gesprächiger Mann. Er antwortet bereitwillig auf unsere Fragen. Die Atmosphäre scheint so harmlos wie ein Gespräch mit dem Leiter eines Baumarktes. Two sites. And how big they are? Berapa persen ada 1000 hektar? Ya, lebih lah. Ya, more than 1004 kan lahan ini, Pak. Sudah berapa lama? Ini sejak dari 2000 untuk wilayah sini, unit kertasan ini sudah sekitar dari tahun 2002. Ya, they started. Was fühlt dieser Mann auf dem Caterpillar? Ist ihm bewusst, dass er mit an vorderster Front der Regenwaldzerstörung steht? Ich werde ihn mal fragen, ob ich mit ihm fahren kann. Ich saß mit drauf auf der Zerstörung. Nur wenig später bleiben wir an einer der vielen frisch abgeholzten und abgebrannten Flächen am Weg stehen. Niemand scheint da zu sein und wir nutzen die Gelegenheit, uns das näher anzusehen, ohne zu ahnen, dass uns dies in große Gefahr bringen könnte. Unser Begleiter Alain Compost erklärt mir, diese Flächen am Wegesrand sind das Werk von armen Kleinbauern, die mit kleinflächiger Landwirtschaft auf den kargen Regenwaldböden ihre Familien durchbringen müssen. Diese Art der Landwirtschaft, Slash and Burn, hat durchaus Tradition auf Borneo und stellte bis vor wenigen Jahrzehnten keine echte Bedrohung für den Regenwald dar. Erst durch die schiere Masse der Millionen von landlosen Bauern, die durch das große Umsiedelprogramm Transmigasi seit den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts von den Nachbarinseln nach Borneo umgesiedelt wurden, wird diese Art der Landwirtschaft zu einer echten Bedrohung des Regenwaldes. Was sagt er?
Plötzlich kippt die Situation. Ja. Der Bauer taucht auf und ist offensichtlich wenig begeistert, dass wir auf seinem Land sind und Fotos machen. Alles okay. Wenn ihr hier so eine Scheiße macht, dann fotografieren wir das auch. Alain, der seit vielen Jahren in Indonesien lebt und die Mentalität der Einheimischen gut kennt, warnt mich. Wir sollen sofort zum Jeep zurück. Der Bauer ist schnell. Go. Der schrie und tobte und wir waren so gerade im Jeep wieder drin und die Türen zu und ein Fenster hoch und er hatte so einen Stein in der Hand und wollte ihn durch die Fensterscheibe schmeißen und hinten, es war ein Pickup, Alain saß hinten auf dem Pickup, also der war jetzt ungeschützt und verstand natürlich, was der Bauer da fluchte und der hat verlangt, eine Kamera herzugeben und Alain war so schlau, an der Kamera zu faken und sagte, hier, ich schmeiß es weg und schmiss ein Stück Seife in den Straßenrand, sodass der Bauer also nur dachte, wir haben die Karte weggeworfen und wenigstens keine Bilder, aber man kann ja trotzdem mit dem Mund noch weiterreden. Also er wusste natürlich, dass er irgendwie in einer Situation war, wo er sich eigentlich nur durch Rache hätte helfen können und er wollte uns wirklich diesen Stein da reintunneln und Alain hat mit ihm geredet und versucht ihn zu besänftigen und es ist klar, ich meine, die Leute haben natürlich auch Angst, dass wir durch Veröffentlichung ihnen ihren Job wegnehmen. Es ist ein Teufelskreis. Ich war heilfroh, dass wir da unbeschadet rausgekommen sind. Zunächst war ich wütend auf den Mann. Wir hatten ihm nichts getan. Und er ist es ja schließlich, der den Regenwald abbrennt. Was läuft schief in diesem Land, auf diesem Planeten, dass trotz massiver Regenwaldausbeutung die Armut der Bevölkerung nicht geringer, sondern eher immer größer wird? Nur dem Geschick unserer Fahrer ist es zu verdanken, dass wir am Ende glücklich ankommen. Was für ein Tag geht zu Ende. Als ich am nächsten Morgen aufwache, sehe ich zum ersten Mal unberührten Regenwald auf unserer Reise. Die Nacht haben wir auf einer Ökolodge verbracht, die Umweltschützer am Rande des Dorfes erbaut haben. Im Vergleich zu dem, was ich aus dem Regenwald gewöhnt bin, geht es hier luxuriös zu. Kein Toilettengang in den Wald, kein Schlafen in der Hängematte, warmen Kaffee am Morgen. Wieso ein Gästehaus am Rande eines eingeborenen Dorfes, frage ich mich. In dem Dorf Tanjunsuke leben 250 Ureinwohner des Stammes der Dayaks, Nachfahren ehemaliger Kopfgeldjäger. Tanjunsuke nun soll ein Dorf sein, wie es früher für Borneo typisch war, heute aber kaum noch zu erleben ist. Auf unserem Weg ins Dorf wird Bernhard plötzlich von einem Mann angesprochen. Durch die Übersetzerin erfahren wir, dass er krank ist. Der Patient hat einen Schlaganfall erlitten und akut kann man medizinisch wenig tun. Der zufällige Besuch eines Arztes ist sowieso nur der Tropfen auf einen heißen Stein. Und deshalb gibt es bereits ein Projekt zur Verbesserung der Situation für die Menschen, der Bau eines Gesundheitszentrums. Während Bernhard seiner Visite nachgeht, nutze ich die Gelegenheit zu einem kleinen Spaziergang durch das Dorf. Unversehens komme ich an diesen merkwürdigen Ort. Was haben diese Holzstelen, die im ersten Moment wie Totempfähle auf mich wirken, zu bedeuten? Was verbirgt sich wohl in diesen merkwürdigen Kästen? Das scheint wie ein Türchen. Ach, dahinter ist gar nichts. Was immer hier gewesen sein mag, ist vermutlich längst verschwunden. Der kleine Junge hat mich offensichtlich beobachtet. Kann er Gedanken lesen?
Anscheinend weiß er, wo die Vergangenheit noch lebendig ist. Und mir wird schlagartig klar, ich bin auf einem Friedhof. Das Leben dieser Dayaks hat sich natürlich sehr verändert. Und dieses Gefühl, dieses Bewusstsein, im Einklang mit der Natur gelebt zu haben, ohne vielleicht jegliche Tradition zu verwerfen, aber ein Großteil davon ist eben weg. Und das dürfte dann wohl in diesem Friedhof begraben sein. Das war so das erste Mal, dass ich auf Borneo einen Punkt der Ruhe empfunden habe. Ansonsten war alles hektisch, schrecklich, furchtbar, stinkend, grausam, kaputt, unrettbar verloren. Und plötzlich war ich an einem Punkt der Ruhe. Das wünschte ich mir für ganz Borneo. Von den Toten zurück ins Leben. Wir besuchen die Dorfschule. Was hat Regenwaldschutz mit der Unterstützung einer Dorfschule zu tun? Ja, es geht natürlich darum, den Kindern des Dorfes Lesen und Schreiben beizubringen. Und in dem Alter, in dem jetzt diese jungen Mädchen und Knaben sind, da muss der Germ, der Keim muss gesetzt werden, dass aus diesem Pflänzchenbewusstsein ein großer Baum der Lebenserfüllung, ein großer grüner Baum wachsen kann. Denn wenn das nicht so ist, dann werden aus diesen jungen Mädchen Frauen, die den normalen Weg gehen, Kinder gebären, und aus den Jungs werden Männer, die in den Wald gehen und Holz schlagen. Und genau das darf es nicht sein. Wie weit wir davon entfernt sind, erlebe ich direkt im Anschluss. Zwei Dorfbewohner zeigen uns, wie sie derzeit ihr Geld verdienen. Wir begleiten sie zu ihrem Arbeitsplatz, mitten im Regenwald gelegen. Sie zeigen uns ihr letztes Werk, die Überreste eines mächtigen Mahagoni-Baumes, der bestimmt 2 Meter Durchmesser hatte. Scheiße. Als den Männern klar wird, dass wir sie filmen, werden sie plötzlich nervös. Wir sollen aufhören zu filmen. Die Männer wissen, dass sie illegal Holz einschlagen. Wir drehen trotzdem weiter mit versteckter Kamera. Um so wenig verräterische Spuren wie möglich zu erzeugen, werden die riesigen Stämme an Ort und Stelle zersägt. So geschickt dieser Mann auch mit der Kettensäge umgeht, ihm ist nicht bewusst, dass er an dem Ast sägt, auf dem er sitzt, auf dem wir alle sitzen. Am nächsten Morgen geht's weiter zum eigentlichen Höhepunkt unserer Expedition, das erhoffte Zusammentreffen mit Maya. Wir passieren ein weiteres Mal die unzähligen armseligen Hüttenansammlungen entlang der Piste. Diese Barackensiedlungen sind auch der Umschlagplatz für den illegalen Tierhandel mit Orang-Utans. Maya hatte das gleiche traurige Schicksal erlebt wie dieser kleine Kerl. Bittere Ironie. Der Kleine ist auf Sägespänen gebettet, den klein gehäckselten Überresten seines ursprünglichen Lebensraumes. Unsere nächsten Verwandten sind nicht nur durch den Verlust ihrer Heimat bedroht, sondern auch durch die Jagd nach ihnen. Sie werden gefangen und verkauft, um als Spielkameraden in reichen asiatischen Haushalten zu leiden. Oder noch schlimmer, als Prostituierte in Bordells zu landen. Unfassbar. Traurige Realität.
Die letzten 50 Kilometer in das Herz des Miratus-Regenwaldes werden die anstrengendsten und gefährlichsten. Die Piste ist für Jeeps nicht mehr passierbar und wir müssen auf Mopeds umsteigen. So soll das nun 5 Stunden weitergehen? Was passiert, wenn einer von uns stürzt? Selbst mit dem Hubschrauber könnten wir hier nicht geborgen werden. Ich schiebe diese Gedanken beiseite und klammere mich noch fester an einen Fahrer. Immer wieder müssen wir von den Mopeds runter und auf abenteuerlichen Konstruktionen Bäche und Flüsse über. Nach 3 Stunden endlich die erste Pause. Wir halten an der Hütte eines unserer Fahrer. Von was leben die Männer in dieser verlassenen Gegend? So they catch the birds alive and they sell them to the bird market. Is it legal? No, it's not. So illegal. Yeah, but most of the birds are not protected. Uh-huh. But the people here, they used to put snares also. It's why they know the way to here. Okay. But they say it's more and more difficult to get anything. Uh-huh.